Was ich übrigens gerade so machen könnte, also erstmal gucken und sehen, dass mein Weizen wieder langsam alle geht. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Also noch einmal 10 kaufen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Okay, hier ist nicht genug Platz. So. Als nächstes dieser Platz hier. Also das dürfte schon reichen. Dann müssen wir als nächstes hier alles abreißen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, die Straße ist auch okay. Also ja, wir müssen ja nicht alles abreißen. Lagerhaus ist ausgebaut. Du musst auch noch ausgebaut werden. Und auch. Genau wie. Damit der Hauptweg komplett ausgebaut ist. Alle anderen Versorgungsstraßen sind jetzt eher optional. Einreißen. Der Baum da ist egal. So, hier ein bisschen platzieren, um ein bisschen mehr Platz zu schaffen. So, die beiden auch ausbauen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ecke hier können wir auch. Ah, ne, den nicht. Den nicht unbedingt. Da brauchen wir auch das Lagerhaus nicht unbedingt ausbauen. So. Also hier. Kommen zwei Farmen hin. Die Weizen anbauen werden. Ja. Mit einem Lagerhaus. Wir haben hier genug freie Fläche.
Dann brauche ich hier farmen. Euch hier farmen. Zwei Stück. Mit Schweinezuchten. So, und jedem spendieren wir einen. Ein Lagerhaus. Da machen wir noch einen Brunnen hin. So. Und das wird dann an das Hauptlagerhaus angeschlossen. Ja, das Hauptlagerhaus werden auch die Schlachthöfe angeschlossen. Gut. Das ist dann das, was ich Logistik im großen Stil nennen würde. Währenddessen finden wir mal hier heraus, ob wir hier noch ein Gebäude zum Ausbauen hätten. Sieht aber nicht danach aus. Also nicht in dem Bezirk hier. Hier sollten wir allerdings mal das Teil ausbauen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Können wir nämlich hier die gesamte Logistik einstellen, was das angeht, also die Schweinezucht, die Bühne und so weiter. Wir können alles hier dann eben laufen lassen. Und wenn das Weizen, was wir hier abbauen, nicht reicht, können wir immer noch hier oberhalb der Bäckereien. Also hier abreißen und da noch jeweils drei Weizenfarmen hinstellen. Und sogar hier noch Weizen aufbauen. Also ja, ich mache eine sehr schöne große Weizenproduktion aus diesem Sektor. Werde ich mich mal auch gleichzeitig drum bemühen. Die hier auszubilden. Ja, 18,94 brauche ich danach für das. Aber wie gesagt, Bücher und Ding und Bier kaufe ich. Worüber ich mir allerdings mal Gedanken machen sollte, ist mehr Holz zu produzieren. Schade, sieht nicht so aus, als ob hier neues Wild kommen würde nach der Abrodung. Naja, zum Thema Rodung. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Gebäudeausbau fertiggestellt.
könnten wir hier und hier noch ein bisschen Holz produzieren, denke ich mal. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Gut, das heißt, wir können Bäcker bauen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Gut, noch haben wir Weizen. Also ja, hier wird schon mal gut versorgt. Hier kommen Steine her. Fertiggestellt. Sieht's hier mit. Achso, das Steinvorkommen haben wir ja schon platt gemacht. Wie gesagt, wir haben jetzt einen Haufen Logistik vor uns. Das hier ist halt wirklich so ein Bottleneck. Könnten wir dir nicht einfach Steine schicken, damit du deine Wege ausbaust? Ich würde wirklich gerne wissen, wie Baldur's da durch hätte brechen wollen. Weil guckt euch die Kanonen an, die hier stehen. Ja. So. Da könnten wir Fisch kriegen. Was könnten wir denn alles in diesen Fisch? Es würde gerade schon mal ein Vorteil sein, das zuerst einzunehmen und das hier auch. Gut, hier würden wir Stein. Also hier würden wir militärisch kriegen. Also ja, sobald es hier anfängt zu laufen, werde ich gleich mehrere Sachen gleichzeitig machen. Also erstmal hier die Produktion einstampfen. Okay, Weizen läuft. Ist gut. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Bäckereien laufen. Kein Ende der Schlange an Sicht.